Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis Together. An meiner Seite, beziehungsweise im Norden und im Osten, sind respektive im Norden Günther Shadow. Hallo Günther. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und ich freue mich euch wieder im Strudel des Krieges zurück begrüßen zu dürfen. Und dasselbe gilt für den Eroberer Kams, Legendary Marvin. Hallo Marvin. Und ich möchte mal feststellen, dass wir eigentlich so die erste Begegnung haben, wenn man so will. Den Günner belagert neben einer von mir belagerten Provinz meinen Verbündeten. Ist sie von dir belagert? Shigatse ist von mir belagert und Nepal ist mit mir verbündet. Also das könnte man doch als Kontakt bezeichnen. Ja, so in etwa ist das dann so, ja. Ich rufe so den Berg runter nach Kathmandu. Hallo. Ja, du bist doch ein Bayer, du kannst doch bestimmt jodeln, oder? Natürlich können wir. Ja, das ist so, alle Bayern können doch jodeln, das oder? Das lernen wir vorm Reden, wusstest du das gar nicht. Ja, ich bin dann auch im Krieg, aber ja, total, oh, ja. Ich weiß auch, was ich den letzten Krieg falsch gemacht habe. Ich habe mich da noch angeschlossen, deswegen konnte ich mich nicht zurückziehen, bla. Aber jetzt wird alles klar. Glaube ich, eine Sache, die ich so gut wie noch nie gemacht habe, mich verbündeten Truppen angeschlossen. Ja, einzige Ausnahme, wenn ich wollte, dass meine Vasallen meine Truppen zum Rebellenwettkämpfen benutzen. Ja gut, aber die haben halt den viel besseren General, den ich brauche. Und habe ich mir gedacht, gehst du da hin, nimmst den General mit, weil ohne den General hätte ich gar keine Chance gehabt, die Schlacht zu gewinnen. Also aber deine Vasallen einen guten General haben, den du mitnehmen willst, stell die Vasallen auf unterstützen, das haben wir ja schon besprochen, nicht auf das Puzzlestück klicken. Ja. Und, jetzt muss ich ganz kurz ans Telefon, einen Moment. Also ich glaube, was Marvin sagen wollte, ist, dass du dich durchaus von deinen Vasallen unterstützen lassen solltest, ja, du klickst also niemals auf dieses Puzzleteil, ja. Niemals, weil das total schlecht ist und dann, bei dir dein Land in einem Strudel voll Scheiße versinkt, ja. Und du kannst dann dadurch halt deine Armee ganz gut aufwerten, weil die Vasallen sich in der Regel deiner Armee anschließen werden, ja. Das ist also ein sehr großer Vorteil in jedem Fall für dich. Und du kannst natürlich auch hingehen und deinen Vasallen den Auftrag geben, irgendwelche Siedlungen zu belagern und ähnliches. Oh, warte, da muss ich übrigens gerade mal was einstellen. Ich will ja auch, dass die sich bei mir anschließen, ne? So, Garwal, schließ dich bitte mir an. Hätte ich total vergessen. Und dann machen wir gerade noch hier schnell einen Anspruch fingieren auf Pinapat am besten. Ja, genau, also du kannst ihnen entweder die Belagerung von Siedlungen direkt oder von Provinzen direkt übertragen, dann stellst du sie auf gar keinen Fall auf die Kanone, ja? Ja. Oder das eben, dass sie sich dir anschließen, ne? Also das geht eigentlich alles ganz gut, ne? Aber, ja, es ist sehr seltsam. Ich hab's auf dem Puzzlestück gehabt. Multan hat Latak den Krieg erklärt. Aha, da schau her. Und sie haben sich mir trotzdem nicht angeschlossen. Jetzt habe ich es auf neutral und jetzt gehen sie halt gleich rüber und belagern. Aber lieber belagern sie, als dass sie gar nichts machen. Von daher sehr seltsam, was die KI so, die, als ob sie über einen eigenen Geist verfügt. Ja. Ja, und jetzt ist auch hier die andere Armee, geht einfach so vorbei, wobei sie genau sehen, dass wir hier in die Schlacht ziehen. Aber nun gut. Nun gut. Und der Mann schwätzt im Hintergrund, ja. Sorry. Das hab ich auch gehört. Wir können davon ausgehen, dass er bald wiederkommt. Und offenbar hat er irgendwie irgendwas auf seine Push-to-Talk-Taste gelegt oder so. Nee, ich wollte gerade mit euch gehen. Ah, okay. Du hörst dich etwas wässrig an. Sehr weit entfernt und vom Grunde des Meeres. Leise. Das liegt daran, dass ich mein Mikrofon auf sehr leise gestellt hatte. Oder ich hätte besser sagen sollen, vom Grunde des Sillingsee, die tiefste Region im Spiel. Genau.
Der Silingsee, der hat's drauf. Also, falls Egon Sonn das noch nicht kennt, schau dir die Provinz Changtang an. Ja, ja, das ist ja schon hier. Alles Running Gag. Bin ich natürlich gleich dahin und hab das gezeigt, dass Zuschauerservice es nur bei mir gibt. Ja. Ach, Adolf, nee. Na gut, dann die Strategie, belagerst du mich, belager ich dich. Ich bin das so die Base Race von der Echtzeitstrategie. Da bin ich kein Fan von, aber ja, bleibt mir jetzt mir nichts anderes übrig. Hatte ich letztens einen Fall, da habe ich Albanien probiert. Das muss man jetzt zwischen ein bisschen anders spielen als noch vor 1.8, weil sie ein paar Sachen geändert haben. Da hatte ich tatsächlich den Fall, Belagerungsrennen. Osmanen belagern verbranntes Albanien, was er das Belagern langsamer macht. Küstenprovinz sind zu dumm zum Blockieren. Ist auch ganz normal. Und ich belagere eine Inlandsprovinz. Und ich habe tatsächlich geschafft, dieses Rennen zu verlieren. Ich weiß bis heute nicht, was die gewürfelt haben. Das muss schrecklich gewesen sein. Ja, haben sie zufällig eine 14 gewürfelt, weil dann kriegen sie ja direkt Mauer durch. Ja, ja, irgendwas in der Gegend wird es gewesen sein. Konntet ihr das Generalsproblem klären? Als Problem? Mit dem General mitnehmen von Vasallen. Ach, das mit dem General mitnehmen, das, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, sondern nur über das Belagern von Provinzen. Ach so. Und genau, so, ne? Aber wie kann ich denn den General von meinem Verbündeten also, auf meine Seite bringen? Also, wenn du sie auf Unterstützen stellst und dann deine Grundarmee nimmst, den Haken reinmachst, Anschluss erlauben und dann halbierst. Und dann schickst du die beiden Armeen einfach rum, als wären es eine. Beide haben ein Häkchen mit Anschluss und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, schließt sich die KI viel lieber an, wenn es zwei Armeen mit dem Anschlusshäkchen sind. Dann kannst du es eigentlich relativ sicher mitnehmen. Mhm. Also ich laufe zum Beispiel seit Anfang des Krieges hier mit Kamm mit einem Regiment von Google rum, weil die einen 4-3-Anführer haben. Den ziehe ich eben mit dieser Taktik mit. Gut zu wissen. Das ist ja wieder so, so Spezialwissen, was du durch. Wie kommst du darauf? Probieren, Foren lesen. Das ist eine gute Frage, das ist relativ alt. Das hat mir, glaube ich, mal jemand gesagt. Dass man zwei Armeen mit Häkchen braucht, das hat Marvin auch schon mal, glaube ich, in einem sehr viel früheren Let's Play, also schon bestimmt ein halbes Jahr oder noch älter. Frankfurt Let's Play kam das zum ersten Mal groß auf, weil ich da ja nur Vasallen hatte, praktisch. Ja, also das ist schon länger her. Das Frankfurt Let's Play, das war seltsam. Das Aggressive Expansion Let's Play. Genau. Das war bitter. Über 100 aggressive Expansionen haben keine Koalition, weil sie nicht können. Das war so geil. Irgendwie ist Nepal ganz schön tot. Aber kann mir nicht mal eine einzige Provinz geben. Ja, wart noch ein bisschen ab. Nepal wird bald aus diesem Krieg raus verschwunden sein und dann. Wenn Nepal aus dem Krieg raus ist, ist der Krieg vorbei. Dann schau, dass du dir vorher noch irgendwie Changtang oder Shigatse oder so holst. Also, ich könnte. Nein, ich kann noch nicht voll annektieren, weil Nepal momentan noch Jegu hält. Ja, das erledigt sich aber gerade. Ja, also ich würde an deiner Stelle da nicht auf das nepalesische Pferd setzen. Ne? Ja, ich krieg 350 Rekrutenreserven. Wow, verdammt. Soldaten kann man nie genug haben. Günther wird zu stark. Wir müssen was machen. Greif ihn halt an. Okay. Wir müssen, Marvin, wir müssen auf deinem TS noch einen weiteren Chatroom einrichten, wo dann immer nur die zwei Gegenspieler drin sind. Ah, das ist so doof, dass ich Kankra vergessen habe, sonst hätte ich nämlich noch Macht bekommen. Ich bin so ein Dödel und jetzt habe ich nur 33 Machtprojektionen, das ist viel zu wenig. Ich habe 2. Naja, okay, gut. Ich beschwere mich nicht mehr.
Ich bin ja schon ruhig. Ich bin ja schon ruhig. Bei Civilization 5 im Multiplayer gibt es diese wunderbare Strategie, der, ich nenne ihn den Egonson Bluff. Da ich sonst nie irgendwie Multiplayer gucke oder so, bin ich da auch nicht mit den Strategien vertraut. Aber das ist mehr oder weniger, du kannst Leuten eben privat schreiben im Chat und dich dann so von wegen Eier nicht angriffsparkt und 10 Runden greifen mal Spieler X an. Aber du kannst auch so machen, als ob du mit einem Spieler schreiben würdest und dann aber absichtlich es an alle schicken, damit Spieler X glaubt, dass ein 10 Runden Angriff gegen ihn stattfindet. Ah, okay. Gott. Ja. Die Leute haben mit denen. Und dann Skills, so, haha, ja. Du bist so blöd, du hast es aus Versehen an alle geschickt, jetzt weiß ich Bescheid. Und man selbst sitzt dann so kichernd da und freut sich, dass es genau, die was ist das? Echsenwesen? Ich weiß es nicht. Das ist nur blödes Lachen. Dann ist die Insektenstimme, außer das hat damit gar nichts zu tun. Okay, hast du so angehört. Die andere Strategie ist, was letztes Mal auch wieder passiert ist, was mir wirklich den Tag versaut. Du bist kurz davor, eine Stadt einzunehmen, nachdem du sie 10 Runden belagert hast und all deine Armee dorthin geschmissen hast. Und dann wird sie verschenkt an einen anderen Spieler, mit dem du im Frieden bist. Und das ist tatsächlich möglich, da müssen all deine Armeen raus, wenn du keine offenen Grenzen hast und kannst die Stadt natürlich nicht einnehmen. Außer du erklärst wieder Krieg und dann bist du auch mit der anderen am Krieg. Ja. Das klingt irgendwie nicht wirklich nach Fairplay. Nee, ist es nicht. Ich werde auch, wenn ich es nochmal erlebe, sofort kicken die Leute. War das die von deinen Abonnenten organisierte Multiplayer-Runde? Genau. Ah ja, das habe ich mitgekriegt im Stream. Ja. Wenn ihr das alles macht und ich mich nicht drum kümmern muss, spiele ich mit. Genau, hat auch funktioniert. Weil ich muss ja den Stream einrichten und so weiter und so fort. Das ist ja schon genug Arbeit. Und es ist halt echt nicht zu unterschätzen, alle Anmeldungen halt zu beantworten und dann die Leute bei Steam zu adden, um die rauszufinden und dann einzuladen, eine halbe Stunde vorm Spiel, gucken, ob jeder da ist. Es ist echt, da verbringst du halt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit. Ja, das glaube ich gern. Also alleine nur jetzt direkt vorm Spiel, das unter der Woche kann ich ganz zu schweigen davon. Ja, da vielen Dank an meine Abonnenten, die das möglich gemacht haben. Und das Doofe ist, ich krieg jetzt weniger Macht und jetzt dauert das hier mit der Belagerung alles länger. Ach, das ist so scheiße. Ah, ist das so doof. Ah, ist das so doof. Was eigentlich mit Orissa passiert in dieser Partie? Ich könnte sogar noch eine andere Staatsehe auflösen. Ich will ja, dass dieser Scheiß... Irgendeiner von meinen Scheißherrschern muss jetzt mal sterben, aber das werden sie nicht machen, ne? Den Gefallen tun sie mir, glaube ich, nicht. Ja, also von mir aus können wir jetzt sogar mit der Geschwindigkeit ein Pünktchen hochgehen. Ausnahmsweise mal. Von mir aus gerade nicht. Okay. Bin hier am... Belager. Rochieren. Ja. Schach. Fuck. Entschuldigung. Ich meine natürlich, Darren. Oh my gosh. Ja, lass mal die Pause drin, bitte. Ich würde jetzt an deiner Stelle schnell noch irgendeine Provinz... Kriegst du noch eine Provinz von Assam? Ich habe sie ja nicht Pause gelassen hätte während dem Fordern, dann hätte ich sie ja gekriegt, weil sie haben in dem Moment haben sie fertig belagert. Warte. Eiskalt. Dann kann ich jetzt meinen Frieden fordern, ja. Das Spiel hasst mich. Das ist interessant. Warum ist mein Krieg noch aktiv? Ah, dann kannst du ja noch weiter fordern. Eroberung von Chaubisiraya. Was ist das überhaupt? Das ist Nepal. Die nepalische Provinz. Das ist mal interessant, dass ich Nepal weiter verteidige. Ich bin ja, weil Nepal ist nämlich ziemlich arsch, ne? Nepal ist ziemlich tot. Jetzt hast du eine Grenze mit mir, wenn ich die Gatze fordere. Ist dir das bewusst? Du meinst, ob mir diese unglaublich dämliche Aktion, wie ich nur so unendlich dumm sein konnte, mich mit einem der größten Feldherren aller Zeiten einzulassen,
Das meinst du, ja? Eigentlich nicht, aber lass mir das so stehen. Ja. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Lüg nicht. Okay, es tut mir überhaupt nicht leid. Danke. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht in der Lage zu gewinnen. Es ist... Ja. So. Irgendwie ist dieses Kamm jetzt noch viel weniger, als mir irgendwas zu geben. Ich muss noch einen Stabilitätspunkt in Kauf nehmen, das wird sonst zu lange dauern. Okay, ich warte noch, bis meine Armeen in Position sind. Wenn ich dann nichts verliere, dann... Irgendwann muss mein scheiß Staatsoberhaupt ja mal krepieren. Die Marschzeiten sind noch so unendlich lang hier oben. Das ist schrecklich da oben in der Ecke, ja. Kann man überhaupt nicht taktisch agieren. Okay, also noch ein Stabilitätspunkt. Ach, ich hab ja Admin Power, komm. Ist teuer wie ein Arsch, aber okay. Dein Arsch ist teuer? Wie ein Arsch. Dann stehe ich doch mal besser darüber. So, wenn jetzt mein Herrscher stirbt, bin ich sauer. Dann verliere ich nämlich nochmal Stabilität. Dein Herrscher ist doch noch blutjung. Wenn zumindest mal dieser scheiß Erbe sterben würde, der ist 73 mittlerweile, der wird doch immer älter. Also ich habe ja ein, zwei Proberündchen gemacht. Ja, ich habe ein, zwei Proberündchen gemacht, da ist er über 80 geworden jedes Mal. Saunervig. Spiel, du hasst mich, warum? Du musst es positiv sehen, wenn dadurch, dass er so alt wird, hat er eine Chance nochmal an die Macht zu kommen. Das heißt, du verlierst zwei Stabilitätspunkte anstatt einen. Exakt, genau. Und so wird das auf jeden Fall laufen. Ich habe das Gefühl, du siehst das gar nicht mal so positiv. Staatsehe mit Sint ist vorüber, okay. Nee, ich sehe das überhaupt nicht so positiv wie du, Marvin. Ich verstehe gar nicht, warum. Kann man nur, ne? Ja, von mir aus können wir jetzt doch ein Stück hochgehen. Warte. Warte, hat der Duden da? Wenn ich meinen Vasallen annektiere, dann bekomme ich ja auch seine Armee. Bekomme ich auch seinen großen General. Bekommst weder seine Armee noch sein General. Hm. Entschuldigung, doch, seine Armee bekommst du, Entschuldigung. Ja, die Armee, aber das ist alles. Dann habe ich ja gar keine Interesse. Ja, doch, ich habe Interesse dran, ihn zu annektieren. Okay. Kangra ärgert, das ärgert mich echt so dermaßen gerade. Das ist so nervig. Aber ich kann mal wieder einen Rivalen auswählen. Yeah, ich könnte Kam wählen oder Assam. Oder Afghanistan, oder... Du kannst mich als Rivalen wählen. Ich könnte dich als Rivalen wählen. Okay, ich weiß immer nach. Ich bin ja auch viel zu klein. Hm. Ich werde meine Armee jetzt meiner Wunscharmee von meinen Vasallen anschließen, damit sie ihnen folgen, ja? Da kann ich nichts mehr machen. Jetzt halbier ich sie, ja? Also du schließt keine Armee irgendjemandem an. Ich schließe sie nicht an. Nein, okay. Okay. Wähl deine Armee an. Ja, habe ich. Dann ist es eine gesamte Armee.
Bis auf zwei, die gerade belagern. Okay, ist ja wurscht. Ja. Da ist oben rechts Anschluss erlauben. Ja. Ist da ein Häkchen drin. Ah, das Häkchen. Ja, da machst du ein Häkchen, dann halbierst du sie, deine Armee. Ja. Und auf Unterstützen, dann folgen sie meistens deinen Armeen. Okay. Meistens. Ja. Ja, macht er. Sehr gut. Sollte aufhören, die Dinge zu sagen. Das ist auf gar keinen Fall, was Marvin sagt, Egonson. Marvin hat keine Ahnung. Genau. Das sieht man doch an meinem schrecklich schlechten Spiel hier. Das kann ich später sehr gut gebrauchen, wenn ich gegen dich in den Krieg ziehe. Genau. Ich gehe jetzt erstmal Ming, blöder Lager. 100.000 Dukaten, aber dann überrenne ich euch einfach mit Söldnern. Genau. Belagerst du auch gerade irgendwas von Kam? Nee, ne? Ja, die Grenzprovinz zu Ming, die ich brauche, um Ming zu plündern. Ach, das ist dein. Ja, ich brauche Pietät. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Aber weil du wahrscheinlich eh bald stirbst, könnte ich sogar... Das hätte ich nicht tun sollen. Also um die Pietät hochzuhalten, müsste ich jetzt eigentlich Deli den Krieg erklären und dann das Ereignis nehmen, damit ich die Pietät bekomme. Ich kann nicht. Okay, ist egal. Dann verlieren wir mal die 25 Pietät. Das wird sich eh nicht mehr lohnen. Zumindest so bald nicht. Übrigens vorgeschlagen, als erste Idee die Spionage-Ideen zu nehmen, einfach nur um euch zu ärgern. Als erste Idee sind die aber scheiße. Spionage-Ideen sind als jede Idee scheiße. Ja, das ist wahr. Ich glaube, es gibt kaum einen so starken Konsens wie darüber, dass Spionage die wahrscheinlich schlechteste Ideengruppe im Spiel ist. Das kannst du so als dritte Idee, kannst du das wählen, mal so aus Spaß, ne, aber... Als erste Idee muss man natürlich... Damit fällt mir gar kein dummes Beispiel ein. Egal. Ich muss Seemachtideen nehmen. Damit ich den Sillingsee befahren kann. Ist das logisch, oder? Natürlich. Aktueller Kriegsstand. Niemand kontrolliert Chaubisi Rajaya. Das überrascht mich nicht. Ich habe gerade wieder was festgestellt. Wenn ich einen eigenen General mit in der Armee habe, dann übernimmt der immer... Das war nee, wenn's dein, es kommt drauf an, welcher General es ist. Wenn der General scheiße ist, dann nicht. Wenn es dein Herrscher ist, auf jeden Fall. Und wenn es dein Thronerbe ist, dann auch ziemlich häufig. So normalerweise übernimmt der bessere General. Ja. Ne, der bessere, so kenn ich es. So kenn ich es auch, aber... Ja, es gibt irgendwie einen gewissen... ich bin mir nicht sicher, ob es hundertprozentig ist, aber es gibt irgendwie einen gewissen Bias zu Herrschercharakteren, was ich immer ein bisschen gut mag, wahrscheinlich historisch sogar Sinn. Muzaffar Bilala, mein Herrscher. Nee. Mohammed Shah II. Muzaffarid. Stopp, die Pause hatte einen Grund. Die Pause hatte einen Grund, Das war nicht nur so aus Spaß. Scheiße, ey, ich will Afghanistan jetzt noch nicht angreifen. Das geht noch nicht so schnell. Die haben zweimal so viel Truppen wie ich. Ach du meine Fresse. Was kontrollieren die denn noch alles? Ah gut, aber die werden gerade von Nationalisten... gefressen und die scheinen keinen Durchgang da zu haben. Und da muss ich mal gerade gucken, dann kann ich sie nämlich doch als Rivalen auswählen, weil die dann nämlich Truppen verlieren. Ja, wäre wahrscheinlich gar nicht so unklug. Ja, ist auf jeden Fall besser als Kam als Rivalen zu wählen. Wobei... Irgendwie bringt der Krieg mit Kamm mich nicht wirklich weit. Okay, jetzt muss nur noch die Staatsehe mit Afghanistan aufhören. Ja, irgendwas ist gerade umgeschlagen. Auf einmal nehmen sie alles an, was ich ihnen anbiete. Sehr schön. Wahrscheinlich, weil du Markham eingenommen hast, ne? Ich weiß nicht, ob mir Markham so wichtig ist. Wenn es die Raubtäter, würde ich sogar nachvollziehen können, aber... Du findest wahrscheinlich Shigatse und Shang Tang wahrscheinlich wichtiger, die Kriegsbegeisterung ist auf gering gesunken. Das dürfte was ausmachen. Ah ja. Oh, Moment, genau. Lass die Pause mal noch drin. Muss mal ganz kurz hier meine Aufnahme... jetzt hör bitte auf.
Muss man ganz kurz meine Rebellen hier managen, die kommen könnten. Wie lang? Ach komm hier. Komm, hau mir da Autonomie rein. Ach so, und die Nepalesen. Ja, hau mir da auch noch Autonomie rein. Das dauert dann auch noch. Bis dahin hast du das hoffentlich gekort, oder? Ja, bis dahin hat er das auf jeden Fall gekort. So, jetzt muss ich mal ganz kurz checken, wo ich meine Autonomie reduzieren kann. Ja, da sowieso mal nicht, ne? Sind geht auch noch nicht. Punjab geht. Und du gehst auch. Du gehst nicht. Es kann kein Krieg mit jemandem beginnen, der mir seine Handelsmacht überträgt. Klar. Natürlich nicht. Aber wenn ich noch mehr will, als die Handelsmacht. Dann beendest du das und greifst es an. Okay. Blöd. Überlegen wir, ob ich den Krieg noch ein bisschen ziehen soll. Okay, die finale Schlacht. 16 gegen 5. Ich habe meinen eigenen Anführer jetzt ganz raus. Weil ich der Meinung bin, dass alle beiden anderen besser sind. Meine Moral können noch... Ich warte noch ein bisschen mit der Moral. Ja, auch wenn ich zerfressen werde. Ah ne, hier ist Versorgungslimit nicht so hoch. Ja, ein bisschen höher. Okay. Okay, jetzt kann ich auch gleich rüber. Ah, du gibst das alles deinem Vasallen. Gute Sache. Die haben da Ansprüche drauf. Stadtsee aus Baklana. Gilt die Handelsmachtübertragung als diplomatische Beziehung? Ja, natürlich. Mhm. Was heißt natürlich, früher war es ja nicht so, gell? Früher war es nicht so, eben, deswegen genau, frage ich, aber ja. Mittlerweile ist es so. Wealth of Nations wurde das geändert. Das war ja ganz cool, weil als Wealth of Nations gekommen ist, konnten zwar alle Handelsmacht haben, weil das war ja früher schon ein Feature. Aber nur die mit Wealth of Nations konnten die Beziehung wieder beenden. Ja, das war so geil. Dann saßen die ohne Wealth of Nations da, hatten eine Beziehung, die sie nicht beenden können und dachten sich, nein. Mhm. Aber gut, da gibt es ja allgemein so ein paar Probleme mit und ohne DLC-Sachen. Deli, plottest du gerade irgendwas? Sieht nicht so jetzt haben sie es ja mit 1.9 haben sie es ja, jetzt haben sie es gemacht, dass alle Ideen, die Freibeutereffizienz geben, mindestens irgendeinen zweiten Effekt haben für die Leute, die kein World of Nations besitzen. Hm, krass. Warte mal, die Freibeuter-Ideen haben einen zweiten Effekt, aber welcher das ist, weißt du das? Nee, das ist, glaube ich, auch von Idee zu Idee verschieden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie allgemein einen zweiten Effekt haben oder einfach einen Effekt haben, der nur dann gilt, wenn World of Nations nicht vorhanden ist. So genau habe ich es mir nicht betrachtet, weil ich ohne World of Nations nicht mehr spiele. Ich spiele dir, gebe ich gar keine DLCs in EU4, muss ich gestehen. Wüsste auch nicht warum. Art of War könnte man natürlich deaktivieren für eine orthodox-osmanische Heiliges Römisches Reich, weil das geht mir in Art of War nicht mehr. Hm. Ich hab gewonnen. Gegen Barmanis? Ja, meine erste Schlacht. Und die letzte. Ich wollte gerade sagen, Barmanis ist nämlich anderer Meinung. Ja, noch. Aber bald wird es kein Barmanis mehr geben. Komet. Hast du einen Komet gekriegt? Ja. Ach krass, ich habe gerade bloß einen Stabilitätspunkt bekommen und habe gar nicht geguckt, wer es mir hier. Er kriegt ihn nicht, verliert. Irgendwo ist es ewiges und Nehmen und Geben. Ich konnte gerade meine Stabilität behalten, indem ich 22 Gold ausgegeben habe. Also es kommt alles wieder nach Hause. Ich hasse euch. Nein. So ist das. Alles geht den Bach runter. Ich habe bhutanische Nationalisten, die haben noch genau 0,8 Rebellenrisiko mit alle Provinzen zusammengerechnet. Krasser Scheiß. Aber sie haben 60%. Ah, das schaffen sie, glaube ich, nicht mehr.
Ich will diesen ganzen Krieg eigentlich nur darüber, dass ich so tue, als würde ich wegziehen, damit sie ihre Belagerungen aufgeben. Sie einfach viel zu viel Truppen haben. Boah, ich habe noch so pervers viel Kriegsmüdigkeit. Das ist ja auch nicht mehr feierlich, ne? Über 3 hatte ich. Glaube ich ihn jetzt noch? Nur falls er. 2, okay, das geht noch halbwegs. Aber Kriegsmüdigkeit haut ultra rein in die Ruhe, Schrägstrich Unruhe momentan. Oh ne? Ja. Vor allem, wenn der Ruf nach Frieden kommt. Ja, das, ja, dann geht's aber richtig rund. Ja. Ruf nach Frieden ist eine sehr schöne Erweiterung, finde ich, im Spiel in EO4. Da macht ewig langes Kriegsfilm mal tatsächlich keinen Spaß mehr. Das ist wahr. Ja, ja. Es gibt ja durchaus sinnvolle Sachen, so ist das nicht. Okay. Ich glaube, jetzt mache ich Frieden. Ist der Krieg. Ha, jetzt kriege ich sogar Kriegsreparationen. Perfekt. Da habe ich das große Kamm ganz schön in die Knie gezwungen. Schaut euch meinen tollen Vasallen Google an, der größer ist als ich, zumindest auf der Karte. Flächenmäßig auf jeden Fall. Ja, das ist das Kranker Prinzip diesen Provinzen hier hinten. Wir sind bei der halben Stunde angekommen. Und ja, genau. Zeit. Eine Kamm ist, und Kamm ist nochmal ein gutes Stück kleiner geworden, auf jeden Fall. Ja, das muss auch so sein. Und Assam wächst mir wenigstens mal ein bisschen was, das war bis jetzt peinlich. Okay. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ja, ciao. Bis dahin viel Freude. Servus. Servus.